Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Durchgezockt von Cave Story. Mein Name ist Egon26 und heute geht's wohl mit dem bekanntesten Indie-Spiel, das es überhaupt gibt, los. Cave Story, entwickelt von Studio Pixel, einer Einmann-Firma und gepublished von Nicalis. Ich spiele hier die WiiWare-Version, weil ich die als einzige aufnehmen kann. 3DS wird schwierig und Freeware-PC habe ich nicht die nötige Software dazu. Gut, ich denke, es geht los. Ich habe sie auf der WiiWare noch nie durchgezockt. Wir gehen zuerst in die Option, da muss ich nämlich etwas erklären. Ich musste die Musik, muss ich etwas runterstellen. Ich habe das schon mal ein bisschen angetestet. Das ist schon ein großer negativer Punkt an der WiiWare-Version. Die Soundabstimmung, die Soundeffekte sind so verdammt leise, da nützt dann nicht mal das Runterdrehen der Musik etwas. Also wenn ich es noch weiter runterdrehe, dann hört man die Musik fast nicht mehr. Und wenn ich es hier oben lasse, ist es ja verdammt laut. Und hier ist gerade so der Punkt, wo man sagen kann, okay, man hört die Soundeffekte. Und man erkennt, und man hört besser gesagt, die wunderbare Musik von Cave Story. Daher, die zwei Felder runter wie Musik. Was für mich ganz wichtig ist beim Durchzocken, Musik original, das muss einfach sein. Ich kenne das Spiel nicht anders und ich möchte es auch nicht anders hören, weil es sind wunderbare Stücke drin. Ihr werdet es hören, ich werde das Video dann so gestalten, dass die Musik ein bisschen in den Vordergrund rückt. Ich möchte ein schönes Video, ein schönes Durchgezockt von einem wunderbaren Spiel. Ich bin ein Riesenfan geworden von Cave Story. Das soll einen schönen Platz auf meinem Kanal finden. Aber die Grafiken nehmen die neuen, die sind ziemlich schick. Dann, neuer Spielstand, der Schwierigkeitsgrad. Ich habe das ganze Spiel schon durchgespielt auf dem 3DS. Ich weiß nicht, ob ich original... Mir war es war schon ziemlich knackig auf dem 3DS. Also komm, ich nehme die Original-Schwierigkeitsgrad, ich versuch's. Und das ganze Spiel ist in Englisch. Ich versuch's frei Schnauze zu übersetzen. Ich hoffe, dass... das funktioniert irgendwie. Irgendwo eine Übermittlung. Zum Netzwerk verbunden. Eingeloggt. Startet IM-Chat. Sue? Bist du dort? Ich bin es. Ich bin es, Kazuma. Ich bin irgendwie geflüchtet, aber ich habe mich verlaufen. Ich bin in eine Bude eingesperrt. Wenn du das liest, bitte antworte. Bitte? Und wir werden ins Spiel geworfen. Wir spielen hier diesen kleinen Typen. Er heißt Quote. Das kommt sehr, sehr, sehr spät im Spiel vor. Und er ist ein Roboter. Und was wir hier genau tun, das werden wir noch früh genug erfahren. Hier haben wir einen Speicherpunkt, eine Diskette. Betätigt mal auf dem Steuerkreuz nach unten. Und hier eine Auffüllbox, was Leben anbetrifft. Und jetzt gehen wir mal raus. Und wir sind in der ersten Höhle. Diese roten Stacheln sind gefährlich. Und momentan können wir wirklich nur rumspringen. Hier haben wir eine Lebenskapsel. Diese Kapsel erhöht unsere Energieanzahl. 3 Stück. Das erinnert schon direkt zu Beginn ein bisschen an Metroid. Metroid, wie auch immer ihr dem sagen möchtet. Und jetzt gehen wir in die Höhle. Ein Waffenschmied, der pennt. Gehen wir hier rein. Die Schatztruhe geöffnet. Und wir haben die erste Waffe erhalten, der Polarstern. Irgendwo eine Übermittlung. Suche vor Sue. Eine Sue gefunden. Sue! Antworte bitte! Die suchen nach dir! Bist du eingeschlafen oder was? Dein Bruder ist so einsam. Hier, der Polarstern. Ihr seht, die Explosionen ergeben einen kleinen Stern. Und jetzt gehen wir wieder raus. Der pennt, glaube ich, weiter. Ja, der pennt weiter. Dann gehen wir wieder. Jetzt können wir uns nämlich verteidigen gegen diese Fledermäuse zum Beispiel und gegen diesen Geldsack. Ihr habt gesehen, dieses kleine Dreieck.
Mit diesem kleinen Dreieck können wir unsere Waffe upgraden. Wenn wir genug sammeln, seht ihr es bestimmt. Die Herzen füllen natürlich unsere Lebensenergie auf, aber die ist ja momentan noch voll. Diese kleinen Dreiecke, hier, dieses Dreieck, gelbe, einsammeln. Oben links seht ihr die gelbe Leiste. Wenn sich die einmal auffüllt, ist die Waffe komplett aufgeladen, also besser gesagt upgraded. Und man kann problemlos die Waffe upgraden. Wow, das hat jetzt viel Sinn gemacht. Hier gehen wir nochmals speichern. Ich bin eh immer übervorsichtig. Ich glaube, da muss ich viel rausschneiden. Ich habe irgendwie Kröte im Hals. Das ist unglaublich. Ich habe so einen Redfluss, aber... Ach, ich liebe dieses Spiel. Einfach, ich weiß nicht warum. Ich habe mir auch das... Let's Play von DJ Kern nochmals angesehen. Eine böse Tour. Wow. Und jetzt gehen wir rein, weiter zur Story. Komm schon, Sue. Tippe irgendwas ein. Ich vergehe hier. Ich bin so hungrig, dass ich sogar eine Kakerlake essen würde. LOL, nur Spaß. Diese Übersee, LOL, das baut man doch nicht ein Spiel ein. Aber nur, dass du es weißt, ich würde es tun. Gib mir den Schlüssel. Nix da! Versuchst du Sue zu schützen? Sie ist ein Außenseiter. Sue ist eine gute Person. Ich würde Sue nie betrügen. Toroko. Wenn das nächste Mal der Doktor erscheint... Wird jemand anders weggenommen? Oder entführt? Kommt Sue nicht zurück, sind wir in großer Gefahr. Aber... Gib mir diesen Schlüssel. Hallo, hier sind wir. Wen haben wir denn hier umgenockt? Was? Du bist kein Feind? Ich dachte, du wärst einer von ihnen. Mein Name ist King. Ich bin die Nummer 1 in diesem Dorf. Gut, ich habe Nummer 1 gesagt. Es heißt aber nicht wirklich viel. Hier sind lediglich 6 von uns in unserem Dorf verblieben. Nun gut. Inklusive Sue. Damit sind wir 7. Aber sie ist keine von uns. Sie ist nur ein Außenseiter, wo in unser Dorf gekommen ist. Gut, also er möchte eine Sue suchen. Die Außenseiter möchte er verbannen. Wir gehen jetzt, bevor wir irgendetwas tun, hier in diesem Dorf. Speichern. Ah, runterfallen zuerst mal. Wir gehen hier rein. Wir hätten noch volle Leben. Ich habe noch keinen Lebenspunkt verloren. Oh, ich möchte speichern. Dankeschön. Die Grafiken in Viva-Version sind wirklich schön. Zuerst holen wir uns dieses Ding hier unten, was ich vielleicht sogar brauchen werde. Die Schatztruhe geöffnet. Das Map-System erhalten. Etwas ist draufgeschrieben. Solange du, Doch solange du genug zu suchen hast, wirst du irgendwann den Weg rausfinden. Das ist meine Hoffnung. Alles klar, irgendwie so. Das ist sicher falsch übersetzt. Ist ja egal. Bevor wir noch weitergehen, gehen wir mal etwas holen, was ich brauchen könnte. Was ich auch schon erhalten sollte. Hier oben haben wir nämlich die Yamashita-Farm. Gehen wir rein. Schöne Musik. Auch hier, ein schöner Garten. Hier haben wir einen Mimiga. Das sind übrigens diese kleinen Hasen in diesem Dorf. Das ist die Farm, wo Blumen blühen. Mein Job ist, diese Farm zu beschützen. Für uns Mimigas sind diese Blumen sehr wichtige Essensvorräte. Aber nicht die roten. Ich habe gehört, wenn wir rote Blumen essen, steigt unser Blutmeter in die Höhe und wir werden daran sterben. Oder durchdrehen, besser gesagt. Aber zum Glück blühen auf dieser Farm keine roten Blumen. Gut.
Die roten Blumen sind also böse. Und hier haben wir noch eine Lebenskapsel, darum bin ich eigentlich in diesen Raum gegangen. Ich denke, wenn ich schon auf Normal spiele, brauche ich jede Lebenskapsel, die ich haben kann. Ich kenne das Spiel eigentlich ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem da ich mich wirklich der Hype von diesem Spiel überrannt hat, habe ich mich wirklich informiert, wo was zu finden ist und so. Und ich meine alles jetzt zu wissen. Hier haben wir einen Angler. Sue? Ja, Sue! Das ist das süße Mädchen, wo sich immer in Arthurs Haus versteckt. Sie kam zu uns ins Mimigadorf. Sie ist ins Reservoir hier gefallen. Aber ich denke, sie ist nicht so von zu uns, was es auch immer heißen mag. Sie ist nicht so böse zu uns. Es sieht so aus, als würde sie jeder in diesem Dorf hassen. Aber sie ist ein Mimiga. Wie der ganze Rest von uns. Und hier blinkt was, glitzert was. Etwas glänzt. Was habe ich jetzt gesagt? Ah ja, ist egal. Der Silver Locket. Ein Umhänger. Fisch. Bleh. Ach, das Spiel ist so wunderbar. Ich liebe es. Hui. Ah! Toroko, bleib da. Gib mir diesen Schlüssel. Nein. Und John wurde wieder der arme King umgerempelt. Arr. Toroko. Ignoriere mich nicht. Ich glaube, das hat auch etwas mit seinem Rang zu tun gehabt. Hatte ich denke so under rank me. Check. Du böser du. Ah, au. Wieso greifst du mich an? Ah. Oh, hilf mir. Hilf mir. Hä? Du bist nicht der Doktor? Es tut mir leid, wegen der Alps. Der Doktor ist so eine böse Person. Er zeigt sich im Dorf und kidnappt uns Mimigas. Und manchmal tötet er sogar welche. Der Doktor, er tötete meinen älteren Bruder. Ah! Dieser Anhänger. Du hast ihn für mich aufgenommen. Sue hat ihn mir gegeben. Aber ich möchte ihn nicht mehr. King rastet sonst aus, wenn Sue und ich alleine zusammen waren. Bitte behalte es. Huch, die Tür geht zu. Oh yeah! Ich hab euch gefunden! Es gibt kein Verstecken vor mir. Ich habe die Nase wie ein cleverer Habicht. Indeed, indeed. Ist so, oder wie auch immer. Wie gesagt, ich kann nicht so gut. Ich versuche es wirklich mehr oder weniger wortwörtlich zu übersetzen, aber es funktioniert. Darum Freischnauze Englisch. Ja, er hat eine Nase und das Gehirn eines Hundes. Misery! Ich habe sie zuerst gefunden. Ihr zwei! Jetzt gehört zum Doktor. Du musst Sue sein. Der großartige Doktor erwartet dich. Komm mit uns. Hä? Ich bin nicht Sue. Balrog? Der Rest ist für dich. Ich bin die falsche Person. Ich hab's euch gesagt. Nicht schon wieder. Ich muss immer aufräumen. Und ich bin der, der euch gefunden hat, nicht Misery. So, was geht? Möchtest du kämpfen mit diesem kleinen Erbsenschießer? Erbsenschießer. Ja, ich möchte kämpfen. Verstanden. Wir kämpfen jetzt Balrog. Sie gehören anscheinend zum Doktor. Und der Doktor ist anscheinend böse. Ja, das war's. Ich werde mich daran erinnern. Balrog ist besiegt.
Und zur Belohnung bekommen wir ein Level-Up für unsere Waffe durch diese... Und jetzt schaut unsere Waffe einen Doppellaser mit dem Polarstern. Genial. So, wir müssen natürlich melden, dass Toroko entführt wurde. Zuerst speichern wir aber wieder. Leben auffüllen können wir jetzt auch. Ja, ich möchte speichern. Danke. Wo ist King? Hier drin müsste King sein. Das ist nämlich sein Haus. Arthurs Hausschlüssel. Irgendwo müsste eine weitere Kopie davon sein. Toroko. Sie ist so eine Ignorantin. Ich wundere mich. Vielleicht weiß Jack etwas. Jack. Und das bist du. Hi, Jack. Was hast du gesagt? Toroko wurde gekidnappt? Das ist schrecklich. Wir müssen sofort King informieren. Und dabei verachtest du deinen Befehl, diese Tür hier zu bewachen. Mimiga Cemetery. Das ist, glaube ich, der Friedhof. Ganz leckere Pilze. Und einen bösen Frosch, den wir nur von hinten angreifen können. Dann räumen wir halt mal den Friedhof auf. Wir sind ja auch Gärtner vom Beruf. Oh, ein Riesenpilz. Oh, ich liebe das an der WiiWare Version. Ich kann mich so schön auf dem Classic-Controller. Ist es? Wie heißt der Classic-Controller? Und hier funkelt wieder was. Arthurs Grab. Etwas ist auf dem Grabstein geschrieben. Hier ruht unser wahrer Mimiga-Held Arthur. Wir haben Arthurs Schlüssel gefunden. Und mit diesem Schlüssel können wir jetzt in Arthurs Haus, was wir noch nicht gesehen haben. Hier oben hat es eine Tür, wo wir noch nicht rankommen. Die wird später noch von Bedeutung sein. Aber dazu dann später mehr. Hier gibt es noch einen Pilz. Weg mit dir. Wait. Mimigadorf. Ah, diese Musik. Ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. Gehen wir mal zu Arthurs Haus. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Auch hier werde ich die Parts circa 20 bis 30 Minuten lang machen. Ist für mich eine angenehme Länge und für euch hoffentlich auch. Wir benutzen Arthurs Schlüssel. Und schau an, einen Speicherpunkt, eine Auffüllstation. Gehen wir mal weiter hier. Text steht auf dem Bildschirm. Aber nur, dass du es weißt. Wenn ich zu weit komme, möchte ich es tun. Dem Teleporter erlauben, zum Eierkorridor zu reisen. Der Eierkorridor ist now. Dieses Englisch-Deutsch übersetzt. Der Eierkorridor ist nun verfügbar. Mit diesem Teleporter, es ist ein Teleporter, können wir jetzt zum Eierkorridor reisen? Ja, bitte, zum Eierkorridor. Rim. Der Eierkorridor, wow. Hier hat es einen Elefant. Komischer aussehender Elefant, aber es ist ein Elefant. Hi, wer bist du? Pass auf diese weißen Dinge, die zurück und vorwärts gehen da unten. Wenn du es berührst, ist es tödlich. Okay. Diese weißen Dinger, aber ich sehe schon, dort unten hat es eine Lebenskapsel, die brauche ich natürlich. Also ich brauche sie nicht natürlich, aber es ist vom Vorteil, wenn ich sie benutze, wenn ich sie habe. Jetzt haben wir schon 12 Energie. Geniale Musik. Hier im Eierkorridor. Elefanten abschießen. Und gelbe. Jetzt haben wir unsere Waffe auf dem höchsten Level. Level 3 ist immer die höchste Stufe. Oh, und fliegende Insekten. Und jetzt haben wir sie wirklich auf dem Maximum. Wir haben Level 3 erreicht. Maximum. Und wir können sie. Ja. Downgraden kann man natürlich immer, wenn man sich treffen lässt von den Gegnern. Aber ist ja eigentlich unnötig. Und ihr seht, sie geht weiter und der Schuss ist deutlich breiter. Ein Mimiga, wer ist das? Oder irgendein Monster.
Da bist du, du Monster! Ich hab von dir keine Angst. Was? Du möchtest etwas von diesem hier? Nimm dich in Acht! Sogar meinen großen Bruder habe ich geschlagen. Autsch! Oh, du hast mich. Sorry, es tut mir leid. Bau! Oh. Hä? Wer bist du? Ah! Der arme Mimiga wurde gekidnappt. Eine Lebenskapsel. Auch ich. Das wird gespeichert. Ich drücke jetzt mal Start. Das ist das Pausenmenü, das Inventar. Das war's, denke ich, für den ersten Teil von Cave Story. Ihr seht, es gibt viel zu entdecken. Ich freue mich aufs Weiterzocken. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Eagle26. Ciao zusammen.